Hallo Freunde und willkommen zurück bei Skyrim. So schlecht war ich hier ja gar nicht. Hatte mich halt nur ein klein wenig geirrt. Der Gute oder die Gute ist nicht in der Diebesgilde, sondern auf dem Markt. So. Das heißt, wir gehen mal schnell zum Markt. Wollt ihr am Leben bleiben? Warum ein Schmuckstücke eingehen? Und die schönsten Kuriositäten. Wenn ihr auf ein Almosen aus seid, nein, dann müsst ihr mit meinem Mann sprechen. Nein. Wenn ihr Gesellschaft sucht, dann könnte ich es wohl schlechter treffen. Da ist es. Grüße, ja, geschätzter Kunde. Darf ich euch meinen edlen Schmuck zeigen? Hier, ich habe euren makellosen Saphir. Gut. Die passen hervorragend zu meinen Ringen. 200, schön. Ich habe einen Mammutstoßzahn für euch. Das Elfenbein dieses Stoßzahns eignet sich perfekt für die Einlagearbeiten meiner Amulette. Bitte schön, wie viel kriegen wir dafür? 100. Ich habe einen Klumpen Golderz für euch. Perfekt. Wenn ich das einschmelze, sollte ich genug Gold für die Ketten haben, mit denen ich bereits angefangen habe. So. Braucht ihr noch was? Nein. Ich glaube, ich habe genug hier, um anfangen zu können. Hier, nehmt das. Das ist das Mindeste, das ich für euch tun kann. Goldene Rubinkette hinzugefügt. Cool. Passt auf euch auf, Landläufer. Bitte. Bitte, ich brauche nur einen Septim. Ja. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Bis zum nächsten Mal. Was bist du für eine? Boli ist irgendwo in der Nähe, um die Armen mit seinem Unsinn über Mara zu beglücken. Schmuckstücke wie nur die legendären argonischen Handwerker. Oh, ihr seid es. Wollt ihr noch mehr aus mir herauspressen? Schon gut, ich schon weiß gut. Nicht, warum ich mir die Mühe mache. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Was soll's? Vergesst nicht, im Tempel zu spenden. Freunde, die besten Preise und die höchste Qualität. Ich würde mal sagen, wir schlagen unser schlaues Buch auf und schaut mal, wir haben hier nicht mehr viel. Wir machen erstmal das hier. Das haben wir hier oben. Hier hinten wohl besser. Da waren wir schon. Das freut mich. Müssen wir nicht erst hinlaufen. Und das ist eine coole Maske. Habt ihr nicht drauf? Du bist du ein Schwert gezogen hast. Oh. Zack, 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 guck mal, er sagt jetzt wieder drum, nur aufgepasst, Bruder. Hoppala. Und Ria, wie hieß sie, Ria, Mia, die hat uns dann sofort angegriffen, ich meine, warum? Sollen wir jetzt irgendwie da hoch? Wartet mal. Dann wohl eher hierher. Wo ist das hier drin? Ja, hier drin? Glaube ich nicht. Hier ist ja das Ding nicht vor der Tür. Schauen wir mal. Nope, hier sind wir falsch. Aber hier ist auch nichts, oder? Ist ja gar nichts. Gehen wir wieder raus. Schauen wir, wie wir hier hochkommen. Ah, hier ist ein Weg, okay. So. Hopp. Ah. Hier ist das.
Nutzwasser Schmelzhütte. Hm. Ob das gut geht? Jetzt gehört das. Aua! Das war knapp. Hast du hier was Brauchbares? Alter, ja, ja. Können wir Gold abbauen, theoretisch. Was? Hier? Tschüss. Zu spät. Mein Freund, einfach zu spät. So, zack. Wo ist er? Ah, hier. Eieiei, sachte, sachte. So. Ah. Dachte, ich hätte etwas. Geht das, wenn wir schon... Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Und ich nehme wieder die schwere Rüstung. Toll, jetzt? Sind wir jetzt tot oder nicht? Nein, sind wir nicht. Wo ist der? Da. Aua. Hui. Hui, 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 hui. Eisendolch. Ach, hier sind wir wieder direkt am Anfang. Ist ja schön, dann können wir direkt wieder raus. Raus hier! Eieieiei, das war ja was. Schaut euch nur diese Landschaft an. Ist ein wunderschön. Ja, sag mal was. Ist doch schön. Einfach schön. Einfach schön. Im Namen des... Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen.
Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ach komm. Kluger Mann. Jetzt kommt mit zum Schloss. Ich glaube, ich hatte nichts gestohlen. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann... Ich glaube, ich hatte nichts Gestohlenes. Toll. Ich wollte aber doch hier hin. Ehuhn. Geht nicht. Schade. So. Habt ihr euch verlaufen? Die Kolskegger-Mine ist verloren, mein Freund. Die Abgeschworenen haben dort jeden umgebracht. Ist das eure Mine? Skaggy hat hier das Sagen, nicht ich. Aber da sind doch... Ihr habt sie verjagt? Ganz allein? Habt vielen Dank. Wir machen uns sofort wieder an die Arbeit. Hier, das ist für euch. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. 1250? Geil. Lebt wohl. Ja? Möge euer nächster Kampf siegreich sein, gehen mein wir. Freund. Die Göttlichen sind euch... Er sagt, gehen wir und steht mitten im Weg. Jetzt bin ich aber gespannt. Warum? Hallo? Ah, diese Kleinigkeiten. Schön. Ach du meine Güte. Aber wieso konnte ich das Huhn gerade jetzt auch nicht mehr? Na gut. Ich gehe mal zu der Windmühle hier. Achso, ja, ist gut das, okay. Was wollt... Ach genau, ich weiß ja, was ich machen wollte. Wer hätte es anders gedacht? Wir müssen nach Weißlauf. So. Werden wir nochmal schauen, ob wir nicht zufällig dieses Amulett schon in unserer Truhe haben, was der eine da haben möchte. Wie heißt das Amulett? Amulett von Arkai. Mal schauen, ob wir ein Amulett von Arkai in der Truhe haben. Jetzt müssen wir erstmal zu den Amuletten hin. Momentchen, das dauert ein wenig. Das Amulett von Arkai. Na? Da, Moment. Halskette... Wir haben nur ein Amulett von Zentir. Das sind Halsketten. Amulett von Mara. Amulett von Stender. Amulett, nein. Da, Amulett von Arkai, der ist doch. Bring Amulett von Arkai zu Torbjörg. Das können wir doch auf der Karte anzeigen lassen. Haha. Jetzt geht... Gut. Sehr schön. Dann haben wir das auch.
Das ist doch schön, Windhelm. Windhelm. Da können wir in Windhelm direkt mal mit dem Jarl quatschen. Obwohl, Moment mal. Windhelm, in Windhelm war... In Windhelm war doch Ulfric. Ach, was soll's. Schauen wir einfach mal. Müssen wir erstmal den Kerl finden. So. Schau mal, es wäre mir recht, wenn ihr meine Frau Tova in Ruhe lassen könntet. Sie trauert noch. Sie ist doch tot. Hier. Ich hoffe, dass Arkay meiner Frau ein wenig Trost spendet. Danke. Hier. Ich bezahle meine Schulden immer. 1000. Hier, ich gebe euch einen aus. Habt ihr Bier oder Met? Wir haben Wein. Jetzt haben wir getrunken. Ups. Vergebt mir bitte meine trübe Stimmung. Ja, schon klar. Ich versuche immer noch, mit dem Tod meiner Frau und meiner Töchter zurechtzukommen. Obst und Gemüse, reif und köstlich. Was war das? Ja, was bist du denn für einer? Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Ja, ist klar. Hier gehört der Frostdistelhof außerhalb der Stadt. Ehrliche Arbeit, wenn auch ein bisschen. Die Grausammeer-Familie besteht seit Generationen aus Seeleuten. Ich bereue die Grau- es, in die Fußstapfen meiner Ahnen getreten zu sein. Die Grausammeer? Im Ernst? Da ist er ja wieder. Mein liebster Saufkumpan, besorg mal ein wenig Mehl. Könnten wir eigentlich mal machen. Was bist du denn für einer? Hallo? Gut, euch an meiner Seite zu haben. Ich könnte mehr vertrauenswürdige Leute brauchen. Was für ein Kapitän seid ihr denn? Nun, eigentlich bin ich gar keiner. Zumindest jetzt nicht mehr. Die Leute nennen mich so wegen dem, was ich früher gemacht habe. Ich bin viele Jahre lang zur See gefahren. Ich habe mir mein Geld als Händler verdient und mir dann ein eigenes Schiff gekauft. Als ich mich hier in Windhelm zur Ruhe gesetzt habe, kannten mich die meisten als Kapitän Einsamsturm. Und der Name ist dann hängen geblieben. Die Leute reden über Morde. Ja, wirklich eine Schande. Anscheinend treibt sich hier in Windhelm ein Mörder herum. Nicht mehr. Meines Wissens nach hat er bisher 3 Opfer gefordert. Doch vielleicht gibt es noch mehr, die noch nicht gefunden worden sind. Und alles hübsche junge Fräulein. Hoffentlich erwischen die Wachen diesen Wahnsinnigen bald und machen ihn mit der Henkersaxt bekannt. Was gibt es in der Stadt zu tun? Welche sind die berühmtesten Bürger in Windhelm? In der Taverne ist ein Autor namens Adonato abgestiegen. Er hat einige historische Romane veröffentlicht. Ein Großteil des Goldes, das in die Stadt gelangt, landet im Säckel der Klane Schmetterschild und Grausammeer. Und natürlich wäre da noch Ulfric, Jarl und zukünftiger Großkönig. Nein, der ist nicht mehr da. Oh, und diese wichtigtuerische Viola Giordano. Sie steckt ihre Nase in jedermanns Angelegenheiten. Das ist wohl auch eine Art aufzufallen. Was gibt's in der Stadt zu tun? Wenn euch langweilig ist, könnt ihr Calixto ein paar Septime geben und die neuesten Kuriositäten bestaunen, die er aufgetrieben hat. Hm. Wenn ihr Waren benötigt, die gibt's auf dem Markt. Wollt ihr ein weiches Bett und eine warme Mahlzeit, dann ist Haus Kerzenschein was für euch. Nein, Haus Kerzenschein. Günstige Winde und ruhige See. Das ist ein alter Abschiedsgruß der Seen. In Haus Kerzenschein, da hatten wir zum ersten Mal Kontakt mit der dunklen Bruderschaft. Mehr oder weniger. Palast, aber jetzt mal im Ernst. Hier dürfte doch... Braucht ihr etwas, ihr armer Tropf? Ulfric liegt hier einfach rum. Und was für... Wer sitzt hier? Brunwulf. Angesichts eurer Verdienste im Kampf gewähre ich euch hiermit die Erlaubnis, den Windhelm Eigentum zu erwerben. Wenn ihr daran interessiert seid, wendet euch an meinen Vogt. Ulfric sei... Was? Ulfric sind Fremde gleichgültig. Wenn eine Bande von Plünderern ein Dorf der Nord angreift, ist Ulfric immer der Erste, der ins Horn bläst und seine Männer schickt. Aber wird eine Gruppe von Dunkelelfenflüchtlingen überfallen? Eine Gruppe von Argoniern? Oder eine Khajiit-Karawane? Keine Truppen,
Keine Nachforschungen. Gar nichts. Da draußen treibt sich gerade eine Bande von Halunken rum. Und Ulfric rührt keinen Finger, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. Er ist tot. Sie kein Gebiet der Nord bedrohen. Was wäre, wenn ich mich um diese Banditen kümmern würde? Das ist ein mutiges Angebot. Ich wäre gern bereit, etwas Geld beizusteuern. Ihr kümmert euch um sie und ich sorge dafür, dass ihr euren Lohn erhaltet. Und vielleicht kann euch dieser alte Haudegen noch ein paar Tricks beibringen. Mein Jarl, was benötigt ihr noch? An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nützen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist und dem mindestens ein Haus in meiner Stadt gehört. Wenn ihr meinen Leuten helft und ein Haus von meinem Vogt erwerbt, mache ich euch zum Tane. Och, was soll der Scheiß, der... Die Ehre ist ganz meinerseits. Kauft euch eure Häuser doch selber. Ich habe dahingehend bereits erste Schritte unternommen. Ich habe mich mit Vertretern der Dunkelelfen getroffen, um über eine Sanierung des Grauen Bezirks zu sprechen. Aber konkrete Pläne liegen noch nicht vor. Zuerst müssen wir den Stadtsäckel wieder füllen, sowie Stein- und Holzvorräte anlegen. Der Krieg hat Windhelm einiges an Ressourcen gekostet. Aber ich habe meinen Dunmeer-Freunden geschworen, dass ich mich um ihre Belange kümmern werde, solange ich auf dem Thron von Windhelm sitze. Werdet ihr die Argonia in der Stadt lassen? Das würde ich ja gerne. Aber so einfach ist es nicht. Die meisten Einwohner der Stadt denken wie Ulfric. Sie glauben, Fremdlingen könne man nicht trauen. Bis diese Leute lernen, die Argonia zu akzeptieren, müssen sie draußen bleiben, zu ihrer eigenen Sicherheit. Alte Gewohnheiten lassen sich schwer ablegen. Und wir Nord können ganz schön stur sein. Wie findet ihr euch in eurer neuen Rolle zurecht? Wir kämpfen tagtäglich ums Überleben. Aber ein Nord gibt nicht klein bei, wenn es um eine ehrenvolle Sache geht. Wären die Dinge doch nur einfacher. Als ich noch ein Soldat war, wusste ich, wer der Feind war und wie man ihn besiegen konnte. Leider kann ein Schwert weder beschädigte Gebäude instand setzen, noch Hungrige ernähren oder langjährige Vorurteile ausräumen. Lass diese Räuber die Gerechtigkeit von Windhelm spüren. Ja, gerne. Warum mussten wir überall ein Haus kaufen? Was soll denn das? Naja, Freunde, ich würde mal sagen, wir machen im nächsten Part hier einfach mal weiter. Mal gucken, was hier noch so passiert. Ich sage erstmal bis dann und ciao.